Den Weg kennt Ehren Derdiok noch ganz genau. Nach einem Jahr ist er zurück in Leverkusen. Bayern 04 leiht seinen alten, neuen Spieler von der TSG Hoffenheim bis Saisonende aus für rund 500.000 Euro. Ja, ich glaube, in der Situation, wo ich war, muss ich überglücklich sein. Das bin ich auch. Ich bin sehr froh, die Leute wiederzusehen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich kenne alle hier. Ich kenne die Philosophie von Leverkusen. Ich habe auch sehr viel dazugelernt und ich will das einfach auf dem Platz im Training einfach wieder zurückgeben. Schon zwischen 2009 und 2012 spielte der Schweizer Nationalstürmer am Rhein. Dann der Wechsel nach Hoffenheim. Ein Missverständnis. Zuletzt gehörte er nicht mal mehr dem Bundesliga-Kader an, degradiert in eine zweite Trainingsgruppe. Dagegen hatte Derdiok geklagt. Das für den 12. September angesetzte Hauptsacheverfahren ist nun hinfällig, weil er mit Bayern 04 einen neuen Arbeitgeber hat. Ich habe sehr viel dazugelernt und ich weiß, was ich jetzt hier daran habe, was ich hatte. Und wie gesagt, das möchte ich einfach auf dem Platz im Training, wie auch in den Einsätzen, die ich bekommen werde, dem Verein, der Mannschaft zurückgeben. Derdiok gilt als Ersatz von Stefan Kießling. Nach der ersten Saisonniederlage Bayers wartet mit dem VfL Wolfsburg ein Gegner mit ähnlichen Ambitionen. Derdiok will sich bis dahin bei Sami Hyypiä aufdrängen. Ja, es kommt eine harte Phase auf uns zu und ich möchte einfach der Mannschaft was beitragen, dem Trainer eine Option geben, dass er auf mich setzen kann, wenn er mich braucht, dass ich da bin. Und dafür sind jetzt die zwei Wochen Nationalmannschaft für mich persönlich sehr gut jetzt hier, weil ich auch persönlich intensiv hart an mir arbeiten kann. Und dann bin ich überzeugt, dass ich dann, wenn es hart losgeht, präsent sein kann. Ein Testspiel, vielleicht zwei, plant Bayern in der Länderspielpause. Auch um Derdioks Spielpraxis zu verschaffen. Die hatte er in Hoffenheim ja nicht.